Wenn ich bei Google Kita-Streik eingebe, bekomme ich lauter Artikel zum Streik. Zum Streik bei der Bahn. Streiken die Erzieher 3 Wochen, ändert sich eigentlich nichts. Bleiben die Teilzeitmuttis eben ganz zu Hause. Jetzt wird schon die 4. Woche in Folge gestreikt. Es könnte laut Verdi-Chef Zierske ein Ende in Sicht sein. Komplett am Ende sind allerdings die Eltern. Naja, das hat ja keine wirtschaftlichen Auswirkungen. Also für den Einzelnen vielleicht, aber nicht für Deutschland. Die Politik hält sich auch ziemlich zurück. Da reicht es gerade für einen öffentlichkeitswirksamen Termin von Gabriel und Schwesig in der Kita. Fähnchen schwenken, lächeln, abdampfen. Gut, die SPD, die ist ja immer noch auf der Suche nach ihrem verloren gegangenen Profil. Da muss man sich beim Arbeitskampf der Erzieher schon mal blicken lassen. Ja genau, blicken lassen, aber nicht einmischen. Die Genossen versichern nämlich, dass sie sich auf gar keinen Fall in die laufende Tarifauseinandersetzung einmischen wollen. Machen aber gleichzeitig klar, die SPD steht an der Seite der Erzieherinnen. Was ist das denn für eine Logik? Ich mische mich nicht ein, aber die da, die haben übrigens recht. Was schade, dass die von der Leyen nicht mehr Familienministerin ist. Die Bundeswehr ist mittlerweile ja kinderfreundlicher als jede Kita. Aus dem Familienministerium heißt es dagegen, Kita-Streik? Das ist Sache der Kommunen. Ja, das ist ja der Mist. Aber wer fragt bei diesem Hin und Her eigentlich nach den Eltern? Die sind nämlich echt am Limit. Wenn ich Eltern treffe, da sehe ich aber ganz schnell zu, dass ich Land gewinne. Warum? Letztens in der Bahn wollte so eine Omi einem Kind nur einen Bonbon schenken. Da ist die Mutter sofort raus aus der Bahn. Und die Oma hatte dann für den Rest vom Tag das Kind am Bein. Manche Mütter schließen sich in der Toilette ein, nur um mal 2 Minuten Ruhe zu haben. Wenn das noch ein paar Tage länger so geht, dann kippt die Stimmung und wir haben ja einen Ausnahmezustand. Da sind die Rassenunruhen in den USA gar nichts gegen. Das Aggressionspotenzial von jungen Eltern, das ist gerade dermaßen hoch. Die ziehen sich mittlerweile selbst das Ritalin von ihren ADHS-Kindern rein und Mutti schickt Vati auf den stillen Stuhl, damit er überhaupt mal runterkommt. Glauben Sie mir, wenn junge Eltern, die seit 2 Jahren keinen Sex mehr hatten, auch noch durchdrehen, dann sind brennende Autos unser geringstes Problem. Haben Sie schon mal gesehen, wie eine DM-Filiale geplündert und der Wickeltisch angezündet wird? Das ist kein Spaß mehr. Da ging es erst einmal in Kreuzberg ein Vatertagsspaziergang. Und Eltern haben nach 3 Wochen Dauerstreik auch nichts mehr zu verlieren. Gar nichts. Die Kollegen hassen dich, weil sie deine Arbeit mit übernehmen müssen? Der Glaube, man sei eine gute Mutter oder Vater, kann auch nicht mehr ernsthaft als Trost dienen. Wenn man das Wort Noteinrichtung nur denkt, fühlt man sich, als hätte man sein eigenes Junges aus dem Nest gestoßen. Die Beziehung, wenn man überhaupt noch eine hat, leidet. Ist ja auch klar bei dem Stress jeden Abend, wer am nächsten Tag den wichtigeren Arbeitstermin hat. Dazu Schlafmangel und dann morgens der Blick in den Spiegel. Da siehst du gar nichts. Also nichts Schönes. Und wenn du dann auch noch den ganzen Tag Benjamin Blümchen hörst. Bei dem Gabriel ist das egal. Der sieht ja auch selber aus wie Benjamin Blümchen. Den Politikern passt das ja eh ganz gut in den Kram, das jetzt gestreikt wird. Also gut, nicht allen. Edati ist natürlich frustriert, weil der jetzt morgens immer alleine vor der Kita abhängt. Aber ansonsten, es müssen ja keine Löhne gezahlt werden. Für die Erzieher gibt es Streikgeld von Verdi. Da sparen die Kommunen ja noch richtig. Können dafür Straßen sanieren. Machen die ja so gerne. Arbeitskämpfe sind ja eigentlich ein Mittel, um Arbeitgeber unter Druck zu setzen und nicht um ihnen eine Freude zu machen. Da stimmt doch was nicht. Und für manche Eltern gibt es ihre Kita-Beiträge noch nicht mal zurück. Das ist so wie Miete zahlen, aber keine Wohnung dafür bekommen. In manchen Städten, da sagen die Streik, höhere Gewalt, können wir doch nichts für. Und dann behalten die Kohle. In Köln gibt es ja was zurück. Dazu sagte die Jugenddezernentin, wir kommen den Eltern schon sehr entgegen. Ja. Andere Städte wie Düsseldorf haben die Erstattung der Gebühren abgelehnt. Ja, will die mich verarschen? In Düsseldorf gibt es keine Beiträge zurück, weil man da auch überhaupt keine Beiträge zahlt. Vielen Eltern wäre eine funktionierende Kinderbetreuung eh lieber als die Rückerstattung. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der einzig hilfreiche Ratschlag in dieser ganzen Problematik kommt am Ende, wie immer, vom Papst. Man kann sein Kind auch ruhig mal schlagen. Mit nur einem Klick kannst du den Denkfunk abonnieren. Hol dir dein Willkommensgeschenk ab. Freue dich auf prominente Gäste beim Denkfunk-Festival. Denn Denkfunk braucht dich, damit wir mehr erreichen, mehr informieren, Mehrwert schaffen.